Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, ihr seht ja schon, wir sind nicht im Star Stable, sondern wir machen halt so ein bisschen eine Reaction bzw. analysieren dieses wunderschöne Video, was Star Stable hier hochgeladen hat. Und zwar wird der Friese auf Jorvik das zweite Mal geupdatet. Ich denke, einige von euch kennen noch den ersten Friese, also ja. Das ist schon ziemlich lange her, dann gab es ja eine Erneuerung. Viele haben sich da beschwert, es sieht ein bisschen aus wie so ein sehr künstliches Pferd. Und jetzt ist es endlich soweit, der neue Friese kommt raus. Ich würde sagen, wir gucken uns einmal den Trailer zusammen an und dann gehen wir das einmal durch. Also einmal gucken wir ihn jetzt ganz und dann schauen wir uns so die Details an und überlegen mal, was uns da alles erwartet, was mir persönlich gefällt etc. Ich würde sagen, let's go! So, genau, das war jetzt das Video, das dahinter ist, glaube ich, nicht mehr von Wichtigkeit. Aber mir sind da schon direkt einige Sachen aufgefallen. Also erstmal, Friesen, da erwartet man ja erstmal jetzt nur Rappen. Und das sehen wir auch hier. Ich will jetzt gar nicht drüber sprechen, sie sehen einfach anmutig und wunderschön aus. Ich darf euch auch auf die neuen Trensen, die uns wahrscheinlich erwarten werden, aufmerksam machen. Ihr seht ja hier, oh, wie schön, oder? Ich kann euch nicht genau den Namen davon sagen, aber es gibt zum Beispiel auch die mit den Rädern und alles Mögliche. Es gibt verschiedene Trensen und neue Gebisse, schätze ich jetzt mal. Und was dann natürlich noch direkt auffällt, sind nicht nur Rappen, sondern auch komplett andere Pferde. Ich weiß nicht, ob die dann als friesische Sportpferde durchgehen, weil ich glaube, dass es eigentlich nur schwarze Friesen gibt, aber ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Was soll man sagen? Entweder sind es friesische Sportpferde oder sie stehen halt als farbige Friesen quasi. Da haben wir einmal so ein, ja, es ist zwischen Schimmel, also es ist eher so gräulich Schimmel. Ich weiß nicht, wie oder ob es da eine eigene Farbe dafür gibt, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz weiß. Finde ich jetzt persönlich so mittelgut. Ich hätte mir da eher noch ein bisschen weißeren Friese gewünscht. Dann haben wir hier auch einen mit Punkten. Ich habe bis tatsächlich noch nie einen Friese gesehen, der so aussieht. Der gefällt mir persönlich deshalb nicht. Also gar nicht, leider. Aber was wir als nächstes sehen, ist dieser hier. So ein bisschen diese Musterung, die man auch bei den Quarters und so weiter findet. Und es gab ja schon einen Friese, beziehungsweise ein friesisches Sportpferd in dieser Farbe. Finde ich sehr schön und da sieht man jetzt auch nochmal das Steigen. Da habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen von irgendeinem anderen Pferderasse übernommen ist. Man bekommt das ganz bekannt vor. Nächster Punkt ist auch schon direkt hier beim Springen. Jetzt mal ganz ehrlich, wie schön sieht dieses Pferd bitte beim Springen aus? Ey, also ganz ehrlich, ich glaube, es ist bis jetzt das Pferd, das am schönsten springt. Klar, natürlich ein bisschen unnatürlich hoch, wie es halt SSO so ist. Aber der Hals hier und wie der Rücken aufgewölbt wird, das ist wirklich der schönste Sprung jeher, den ich gesehen habe, glaube ich, von den ganzen SSO-Pferden. Und wir werden uns das langsam mal kurz angucken. So, und Sprung. Richtig schön hochgedrückt. Und dann das Aufkommen. Es ist wirklich sehr realistisch gehalten. Man sieht hier jetzt auch ganz krass, wie extrem der Hals einfach ist. Und vor allem auch mit Zöpfchen, also die werde ich wahrscheinlich machen. Aber ich kann mich natürlich auch nicht so ganz entscheiden, ob man jetzt lange Mähne macht oder Zöpfchen. Das sind beides sehr, sehr schön. Ja, dann sehen wir wieder den schwarzen Friese und auch wieder verschiedenen Kopfschmuck, verschiedene Gebisse, wahrscheinlich die dann in Trensenform erhältlich sind. Und da haben wir diese Hörner. Also ich habe das schon öfter mal auf Instagram-Bildern gesehen. Finde ich ganz interessant, ganz spannend. Würde ich jetzt nicht für den Alltag tragen in echt, aber ist auf jeden Fall ein cooles Schmuckstück. Vielleicht gehört es auch zur Trense, das werden wir dann sehen.
Genau, hier haben wir jetzt wieder diese beiden Farben und man sieht auch hier wieder einen kleinen Spoiler von den verschiedenen Trensen. Es sind dann verschiedene Arten wieder. Hier haben wir ein bisschen Fell, ein anderes Gebiss. Das finde ich sehr interessant, die verschiedenen Gebisse. Und da kommen wir zur nächsten Farbe. Und natürlich, ja, ihr seht wieder eine andere Trense. Da erwartet uns, glaube ich, einiges an der Trensengeschichte. Das ist auch wieder eine Farbe, die finde ich unglaublich schön. Ja, jetzt kommt es zum Highlight. Denn die Friesen können die Galopp-Pirouette, wie es aussieht. Wir gucken uns das Ganze an. Jetzt einmal normal und dann nochmal kurz in langsam. Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich schwer ist, das gut zu animieren. Und deshalb will ich da jetzt auch keine so innige Kritik äußern. Natürlich ist es schwer, das nachzustellen. So eine Übung, die so viel Kraft erfordert, die dann wirklich auch umzusetzen. Wir gucken uns das jetzt mal in langsam an, dass ihr so ein bisschen das Ganze genauer sehen könnt, wenn ich es hinbekomme. Geschwindigkeit, genau. Let's go. Und sieht hier schön, also sieht cool aus. Ich finde, also wie gesagt, man hätte es natürlich noch besser animieren können, gerade wenn man es jetzt langsam sieht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich schwer ist, solche Special Effects quasi zu animieren. Und ich glaube, dass man da sehr viel Spaß haben wird, auch bei der Dressur. Ja, also es wird übrigens auch unser neues Clubpferd, wenn die dann draußen sind. Da freue ich mich schon ganz enorm. Ja, und wir können auch direkt hier weiterbleiben, denn mir ist aufgefallen, dass diese Friesen wirklich einen sehr, sehr starken Bergaufgalopp haben, was ich sehr schön finde. Also, das ist vielleicht ein bisschen zu langsam. Machen wir es mal so. Wirklich mit der Tendenz von Aufwärtsgalopp finde ich sehr cool. Obwohl sie den Kopf relativ weit unten tragen, was ich nicht ganz verstehe. Genau, und das ist auch schon, was heißt schon, das ist jetzt das Ende des Trailers. Man sieht hier am Ende nochmal ganz kurz Animationen, die die haben. Und zwar anscheinend dieses Rumtänzeln oder vielleicht noch, vielleicht können die auch die Piaf noch. Das ist wahrscheinlich eine kleine Überraschung für uns dann. Wir haben auf jeden Fall einige Farben ausfindig machen können. Und zwar einmal dieses Graue in etwa, einmal das mit den Punkten, dann hier... Naja, mit Farben kann ich mich absolut gar nicht aus. Nur Rappe, Fuchs, Schimmel etc. Ich zeige euch jetzt einfach. Dann hatten wir noch diesen braunen. Und ich glaube tatsächlich, das war's. Also das, soweit ich jetzt mich nicht verzählt habe, sind es 4 Stück. Und ich persönlich finde am schönsten den Rappen und auch den braunen hier. Bei mir wird der Rappe auf jeden Fall einziehen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich finde sie super, super schön. Und so als allgemeine Meinung muss ich sagen... Haben sie richtig schön hinbekommen. Die Augen sind nicht mehr so hypergroß wie bei dem Friese davor. Ich finde auch so die Körperproportionen, auch der Hals und alles, das sieht extrem realistisch aus. Und ich freue mich einfach nur total, die auszuprobieren. Die schwarzen sind meiner Meinung nach deutlich realistischer als die andersfarbigen. Das sieht dann wieder so ein bisschen künstlich aus, würde ich sagen. Aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr, sehr erfreut. Und extrem gespannt, wie die hübschen Pferde dann letztendlich auch wirklich im Spiel aussehen. Der Trab, der ist ja auch wunderschön, wie man es von den Friesen kennt. Ja, ich glaube, mehr bräuchte ich jetzt nicht sagen. Ich denke, wir können uns alle freuen auf richtig, richtig coole neue Pferde und auf richtig tolle Gangarten, tolle Special Effects und vor allem wirklich tolle, anmutige Pferde als eine Mega-Rasse. Ich denke, es wird einen richtigen Hype um die geben und... Die Friesen in SSO sind eh schon immer richtiges Boni gewesen und jetzt, glaube ich, legen diese erneuerten Friesen nochmal eine Schippe drauf. Wir sehen hier übrigens auch noch eine Frisur, die wahrscheinlich verfügbar sein wird. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von den Friesen haltet, ob ihr die genauso cool findet wie ich oder nicht, beziehungsweise ob ihr euch auch einen kaufen wollt. Ich würde mich da sehr freuen, wenn ihr so ein bisschen eure Meinung unten reinschreibt und dann... Sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video, was vielleicht schon das Kaufvideo sein wird, denn die kommen, soweit ich weiß, am 16. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.